Mein Name ist Lukas Lechtleitner. Wir sind hier in der Gärtnerei Parzivalhof und ich bin seit 10 Jahren bin ich hier. Seit ungefähr 4 Jahren bin ich hier Werkstattleiter und bin Gemüsegärtner. Hier arbeiten ungefähr 22 betreute Mitarbeiter und 8 unbetreute Mitarbeiter. Und wir beschäftigen uns mit Freilandgemüse und haben ein wirklich schönes, großes Gewächshaus, in dem wir eigentlich das ganze Jahr über Gemüse anbauen. Und es ist einfach eine riesengroße Gemeinschaft, die alle dabei helfen, gutes und bestes Gemüse anzubauen in Demeter-Qualität. Ja, jetzt sind wir hier bei uns im Hofladen. Hier haben wir das ganze Gemüsesortiment. Wir haben hier wunderschöne Salate, die wir selber anbauen. Wir haben, haben Kräuter über Petersilie bis hin zur Lauchzwiebel. Was jetzt in der kalten Jahreszeit bei uns der absolute Renner ist, ist Feldsalat. An diesen ganzen Produkten, die hier im Hofladen liegen, haben größtenteils die Betreuten mit angepackt, selber ausgesät, gepflanzt, geerntet und zum Teil eben halt auch aufbereitet. Die Betreuten freuen sich sehr darüber, wenn sie die Sachen, die sie selber anbauen, auch verkaufen können. Also entweder hier im Hofladen oder auch bei den anderen Bioläden, die wir beliefern und wo sie auch bei den Liefertouren immer dabei sind. Wir haben das ganze Jahr über ein ziemlich vielfältiges Angebot hier in der Gärtnerei und so vielfältig sind auch unsere Leute. Hier sind Leute, die haben schwere Behinderungen, aber auch Leute, die eigentlich auch auf dem ersten Arbeitsmarkt unterkommen könnten. Aber sie haben alle bestimmte Situationen und besondere Situationen und deshalb sind sie hier und arbeiten mit uns hier in der Gärtnerei. Ich ganz besonders freue mich darüber, dass er diesen Preis bekommen hat, weil man an ihm, finde ich, sehr gut sehen kann, wie es ist, wenn Menschen sich mit einer Einrichtung verbinden, mit ihrem Arbeitsplatz und den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ja, der Lukas, der hat bei uns Zivildienst gemacht und ist sozusagen bei uns hängen geblieben. Das ist natürlich nicht so selbstverständlich, dass alle Zivildienstleistenden hier bleiben. Lukas ist bodenständig, ist Quellkörner und hat gemerkt, dass dieser Ort hier, der Parzivalhof, für ihn eine gute Perspektive darstellt. Und ich glaube, das zeichnet den Lukas aus, dass er Herausforderungen annimmt und dann auch die Dinge, die damit verbunden sind, anpackt. Damit war zum Beispiel verbunden, auch eine Leitungsfortbildung zu machen und sich einem Team zu stellen, das über längere Zeit gewachsen war. Aber da auch eine neue Position zu finden, wenn man erst Teammitglied ist und dann in Leitung geht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und in diesem Prozess hat sich der Lukas begeben und über die Jahre auch immer mehr ausgefüllt. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Und ich würde auch denken, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist, warum er ein verdienter Preisträger ist. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass ich den diesjährigen Arbeitnehmerpreis der Landwirtschaftskammer gewonnen habe. Und vor allem aufgrund dessen, dass wir hier so ein wunderschönes Projekt haben, eine Gärtnerei, die mit Betreuten geführt wird. Das ist eine ganz tolle Sache.